Hallo Welt, da sind wir wieder, hier im Huerta Krankenhaus, das eigentlich Huerta Krankenhaus heißt. Aber ich sag seit Anfang an schon immer Huerta. Warum auch immer? Naja, weil ich bin wahrscheinlich. Und da sind wir, hier haben wir einen Berater. Entschuldigen Sie, ich habe die Ringe von Alune beschafft. Sie warten in Bucht D24 auf Sie. Das ist wunderbar, danke. Mein Volk wird diesen wundersamen Fund als Aufruf verstehen, die Krankenhäuser in der Nähe zu unterstützen. Ja, auch bei mir melden sich jetzt viel mehr. Vielleicht überstehen wir diesen Krieg doch noch. Ja, auch bei mir melden sich jetzt viel mehr. Vielleicht überstehen wir diesen den Krieg schon gemeinsam irgendwie. Ich hoffe, wir kommen da lebend raus aus der Geschichte. Gucken wir doch schon mal zwischendurch in unser Logbuch. Da müsste sich ja doch so einiges hier getan haben. Und so viel hat sich da jetzt noch nicht getan. Okay, gucken wir später, nachdem wir alle möglichen Sachen abgegeben haben, hier nochmal rein. Willkommen bei Sirta. Passen Sie auf sich auf. Jacob. Hey, Shepard. Schön, Sie zu sehen. Ich weiß, wie es im Moment zugeht. Stimmt. Daher muss man jeden Augenblick auch nutzen. Wie geht's denn mit dem Tigel weiter? Was ist mit dem Tigel? Das Projekt ist wahnwitzig groß. Und diese brillanten Köpfe arbeiten alle Tag und Nacht daran, es hinzukriegen. Sie sollten wirklich sehen, wie sie alles mit gesenkten Köpfen Stück für Stück zusammensetzen. Wir werden diesen Tigel bauen, Shepard. Und dann gewinnen wir dieses Ding. Das spüre ich. Sie auch? Ja, sicher. Ich spür's. Und ich zähle auf Sie und alle anderen. Es muss klappen. Das wird es. Wie geht es, Dr. Cole? War interessant, Bryn kennenzulernen. Wie geht es ihr? Sehr gut. Es ist schön, Sie bei der Arbeit zu beobachten, ohne dass die Sorge um die Kolonie Sie ablenkt. Und Sie beide? Wir bekommen ein Baby, Shepard. Wow. Meinen Glückwunsch. Es war nicht geplant, aber ich freue mich drauf. Ich werde ein besserer Vater sein als meiner. Alles richtig machen. Es ist... Ein weiterer Grund zum Kämpfen. Kann man wohl sagen. Bryn will das Kind nach Ihnen benennen. Wirklich? Ja. Shepard. Das ist... schön. Ja. Ich werde Sie ausreden. Nichts für ungut. Hey, schon okay. Gut. Das ging ja mal schnell. Und wie geht es Ihnen? Und wie läuft's bei Ihnen? Noch zufrieden mit Ihrer Arbeit? Alles in Ordnung. Mir geht's gut. Keine Lust, wieder auf die Normandie zu kommen? Lust schon, Shepard. Aber nein. Sie arbeiten also am Tigel? Ich bin zwar klug, aber nicht so klug. Hackett hält mich trotzdem ganz schön auf Trab. Wie geht es ihm? Er hält durch. Ich glaube, einen härteren alten Kerl als ihn gibt's gar nicht. Ja, dann gehen wir wieder. Schön, dass wir reden konnten. Finde ich auch. Man muss solche Momente nutzen. Ich mag das. Und nochmals danke, dass Sie alle lebend rausgebracht haben. Machen Sie's gut, Jacob. Sie auch, Shepard. Ich werde an Sie denken. Passen Sie auf sich auf. Und von der Farm entkommen und floh in die Hügel. Ja. Immer und immer wieder Wiedercoin, das ist nicht gut. Man sollte abschließen dann auch irgendwann mal mit seinen Sachen. Halt. Dr. Silon. Ich habe in einer Chemiefabrik diesen Behandlungsplan gefunden. Hilft Ihnen das? Behandlung? Was... Hey, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Aha, wahrscheinlich experimentell. Es ist reine Spekulation, aber wir machen trotzdem ein paar Tests. Vielleicht hilft es unserer Patientin ja. Ist es besser geworden? Ja, das Gegenmittel beginnt langsam zu wirken. Ist es besser geworden? Ja, das Gegenmittel beginnt langsam zu wirken. Na gut. Hier konnten wir also auch helfen. Wie schön. Sanitätschef von der Serie Maschuk. Das ist Frau Oron.
Hier gibt es nichts abzugeben. Aber hier war doch was. Genau, Doktor. Doktor, Doktor. Ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Ich habe das hier auf einer Cerberus-Station gefunden. Ein Gift, das speziell... Speziell? Sehen Sie mal. Ja, ich glaube, das ist es. Damit sollte es uns möglich sein, ein Gegengift zu entwickeln. Danke. Damit hat der General vielleicht eine Chance zu überleben. Ja, General Corellius wird sich wieder vollständig erholen. Er ist bereits wach und ansprechbar. Ja, General Corellius wird sich wieder vollständig erholen. Er ist bereits wach und ansprechbar. Bein immer noch dran? Ja, scheint so. Hier kommen wir nicht rein. Und hier wollen wir nicht rein, oder? Gibt es hier was? Nichts für uns? Also haben wir das Krankenhaus soweit jetzt auch abgeschlossen, denke ich mal. Ja, im Wartebereich waren wir. Dann geht es... Die von Interesse markierte Bereiche sind im Fahrstuhlmenü hervorgehoben. Erstmal zur Bar, Purgatory. Oder zum Präsidiumsunterhaus. Ja, machen wir das erstmal. Ankunft im Präsidiumunterhaus. Wissenschaftlerin, hallo. Ich glaube, ich weiß, von welchem Projekt Sie sprechen. Und ich habe eine Hesperia-Statue in Bucht D24. Commander Shepard, das ist ja fantastisch. Ich lasse Sie umgehend zum Projekt schicken. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Alle freuen sich. Was konnten Sie den Inschriften entnehmen? Wirklich? Ausgezeichnet. Ich wusste, Sie würden etwas finden. Naja, in der letzten Folge haben sich nicht alle gefreut. Was konnten Sie den Inschriften entnehmen? Wirklich? Ausgezeichnet. Ich wusste, Sie würden etwas finden. Dafür ist diese Folge hier umso erfreulicher vielleicht. Wenn wir den Leuten überall helfen können, dann geht's uns doch auch gleich etwas besser, finde ich. Oh, wir gehen erstmal nach oben. Ich glaube, hier können wir sowieso nicht mehr rein. Nein. Aber vielleicht, ja, da oben steht, glaube ich, noch jemand. Dem können wir vielleicht noch irgendetwas geben. Nein. Nein. Und in 94 kommen wir auch nicht mehr rein. Gut, ja, dann brauchen wir ja hier in Zukunft nicht mehr zu gucken. Na, die haben das Glas hier immer noch nicht repariert. C-Sicherheit, Offizier. Noch eine gefunden? Ja, die Jungs in Sakira auch. Sie konnten sie entschärfen. Keine Opfer. Gute Arbeit. Noch eine gefunden? Ja, die Jungs in Sakira auch. Ja, hier unten weiß ich jetzt immer noch nicht, was wir mit ihm machen. Irgendwelche Waffen will er haben oder... Wenn Sie keine neue Quelle für Waffen für C-Sicherheit finden, stelle ich selbst eine Einsatztruppe gegen die Blue Suns zusammen. Ich arbeite daran nach wie vor. Ich besorge die Waffen, General. Ich begrüße Ihre Bemühungen, Commander. Aber ich war schon zu lange untätig. Ich kann nicht mehr einfach nur zusehen. Aber was will er damit sagen? Oh, Ashley hier. Ein hübsches Fleckchen, Ash. Ja,
Die ganzen Shuttles erinnern mich an meinen Dad, wie er sich reisefertig gemacht hat. Mama hat uns allen Eis gekauft und zur Werft gebracht, damit wir den Start seines Frachters sehen konnten. Am liebsten würde ich immer noch jedem Allianzschiff hinterherwinken. Sie sollten Sarah herbringen. Mach ich, wenn sie soweit ist. Die Ruhe wird ihr gefallen. Sie war nie so ein lauter Wildfang wie ich. Sie beide standen sich wohl nah. Vielleicht. Dad verstand mich. Leider kannten sie ihn nicht. Er hätte sie gemocht. Glauben Sie? Eine knallharte Militärfrau? Mit Sicherheit. Er hätte seinen unwiderstehlichen Williams-Charme ausgepackt. Mom hätte gelacht, bis er sie fortgewunken hätte. Unbedingt. Er hätte sie zu uns eingeladen, den Grill angeworfen und ihnen dann ein Ohr abgekaut. Bedauern Sie etwas? Haben Sie je über ein Leben außerhalb der Allianz nachgedacht? Natürlich. Ich habe früher oft versucht, gegen meine Familie und das Militär zu reden. Ich habe meinem Dad gedroht, mit dem nächsten Kerl durchzubrennen, der mich haben will. Wirklich? Er lachte nur und sagte, gut, ich helfe dir beim Packen. Das hat mich ziemlich schnell beruhigt. Er wusste, ich würde die Familie nie verlassen. Sie bedeutet mir alles. Gute Zeiten. Man vergisst leicht, wofür wir kämpfen. Ja, in Momenten wie diesen. Das war eine gute Idee. Schön, mal eine Weile Abstand vom Krieg zu haben. Aber ich fühle mich schuldig. Aber ganz ohne Atempause. Sie sind ein schlechter Commander. Ma'am. Verstanden. Ja, tut mir leid. Irgendwie... Seit dem letzten Windows 10 Update, muss ich sagen, nervt mich Windows. Andauernd gehen irgendwelche Pop-ups auf. Skype geht an, obwohl man das gar nicht will. Irgendwelche anderen Programme melden sich ständig. Und dann wird natürlich die Aufnahme leider unterbrochen. Sehr viel war jetzt aber, glaube ich, auch nicht mehr. Ich habe versucht, sofort wieder die Aufnahme zu starten, damit so wenig wie möglich dann fehlt. Ja, und ja, da muss ich halt nachher dann wieder nacharbeiten und schneiden alles, damit das dann so wenig wie möglich auffällt. Aber naja gut, so ist das manchmal. Wieder ein Grund, genervt zu sein. Nein, ich mag nicht genervt sein. Hier ist doch der Forscher, den wollten wir noch sprechen. Ich habe den Obelisken von Kasa beschafft. Er wartet in Bucht D24 auf Sie. Sie haben was? Das ist erstaunlich. Danke, Commander. Er wird eine unbezahlbare Hilfe bei einer sehr heiklen Arbeit sein. Ihr Name ist Tashia Poray. Natürlich. P-O-R-A-I. Nein, mir ist klar, dass Sie mir nicht sagen dürfen, wo sie im Einsatz war. Können Sie mir sagen, ob sie Befehl hat, keine Verbindung mit ihrer Familie aufzunehmen? Es ist... eine Weile her, seit ich das letzte Mal von ihr gehört habe. Ja. Aber wenn sie verletzt wäre, würde ich verständigt, oder? Ja, ich bin als ihre Bindungspartnerin eingetragen. Ja, ich bleibe dran. Ihr Name ist Tashia Poray. Veshra, ich habe ein Audiolog für Sie. Für mich? Wo kommt das denn? Oh nein. Oh, Tashia. Danke, dass Sie mir das gebracht haben. Jetzt weiß ich wenigstens, was passiert ist. Ja, ganz schön traurig hier sowas alles. Zwischendurch mal. Ja, Kanik und Liara werden wir aber auch noch dann sprechen gleich. Sie sind zurück? Hatten Sie Glück? Hier, ich habe da einen. Sehr gut, Commander. Gehen Sie zu General Oraka. Ich werde C-Sicherheit sehr glücklich machen. Und bekommen wir bessere Preise jetzt hier? Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt irgendwas Sinnvolles noch einkaufen können. Wir haben ja so viele Modifikationen gefunden. Außerdem sprechen diese Automaten die ganze Zeit. Und da ist das auch nochmal ziemlich... unangenehm hier einzukaufen, finde ich. Ja, ich glaube, nein, wir haben
Wir haben soweit alles, was wir... Und Liara? Hallo, Shepard. Nein, nein, nein. Sie will mit uns nicht mehr richtig sprechen. Das Gelege hat sich stabilisiert? Wirklich? Das sind wunderbare Neuigkeiten, Schwester. Du möchtest den Ersten, der ausschlüpft, nach unserer Helferin benennen? Das ist eine gute Idee. Das Gelege hat sich stabilisiert? Wirklich? Das sind wunderbare da rennen ja ganz viele kleine Shepherds demnächst hier rum. Shepard. Wie haben wir doch schon geredet mit ihm? Noch eine gefunden? Ja, die Jungs in Sakira auch. Dann geht's weiter in die nächste Etage. Diese Folge wird auch wieder etwas kürzer sein. Ich tippe mal drauf, dass wir, bevor wir jetzt hochfahren in die nächste Etage, was war das für ein Geräusch? Dass wir davor schon Schluss machen, also jetzt direkt, damit der Schnitt dann nachher auch, damit das Codieren dann nachher nicht so lange dauert. Premiere Pro mit dem... schneide ich ja mit dem Programm, braucht zum Codieren immer sehr, sehr lange und wenn die Folgen dementsprechend länger sind, dauert das Codieren auch dementsprechend länger. Deswegen machen wir jetzt schon mal Schluss. Ich darf mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.